Nehmt einmal einen Loot-Check machen, ob da irgendwas Tolles schnell drin liegt. Ne. So auf die Schnelle nicht. Ich bin wenig verwirrt, dass die Straße hier so eine Kurve macht. Ja, ich auch. Ich glaube, wir treffen uns gleich. Ja, die Karte ist halt auch nicht 1:1, oder? Du rennst schon weiter, oder? Ja. Oder bist du im Haus drin? Nein, ich bin weitergelaufen. Gut. Bin Haus. Ich jetzt hinter dir. Seid ihr gerade in einem Haus in der Kurve? Bei so einem kleinen Haus, das da so einzeln stand, waren wir gerade. Ja, ich glaube, das ist das, wo ich gerade hingucke. Sehr schön. Dann. Ah, guck mal, da läuft jemand. Hat einer von euch ein rotes Käppi auf? Ja, ja. Was? Super. Ach da, oh Gott, ich hab mir ja gar nicht gesehen, ey. Boah, du bist aber auch furchtbar grün. Geht's dir gut? Ja, ich muss das. Wo ist Flo? Hinter euch. Ach da, irgendwo. Du robbst dich da oben rum, ne? Gar nicht. Wo kommt er denn? Ja, wollen wir dann zurück in die Stadt oder was? Oh, machen. Ja, dann los. Cool, wenn du noch eine schwarze Sprühdose hast, die auf dein Gewehr drauf machst, hast du ein schönes Tarnmuster drauf. Echt? Mhm. Ja. Okay. Flo, aufstehen. Wir müssen weiter. Ach Gottchen. So klein süße Schrotflinte. Erstmal Finger zeigen. Ja, dann mal wieder zurück. Ab in die City. Alle drei in modisch grün. Das ist die Trendfarbe. Ja, in Russland. So, den Weg kennen wir ja schon. Sind wir schon da? Weiß ich nicht, du läufst vorne. Grau heute das Wetter, ne? Ja, irgendwie nicht ganz so schön. Was ist das für ein Server? Ein Deutscher oder ne? Nee, ein Engländer. Ah, okay. Boah, da ist das Wetter ja so. Ich wollte gerade sagen, bei den Franzosen-Servern müssen wir uns wenigstens keine Sorgen machen, wenn da Leute auf uns schießen, die treffen nicht. Bin ich nach wie vor echt von überzeugt. Weil sie drehen nur einen Rückzug an. Ja, das war wie nach dem letzten riesig großen Patch, wo sie dann wirklich eingeführt hatten, dass man sich die Beine brechen kann. Ich war in eine Feuerwache rein. Da saß da einer auf dem Dach und hat mir die Beine kaputt geschossen. Den habe ich aber noch mit weggebratzt. Und ich habe irgendwie, glaube ich, noch fast eine Dreiviertelstunde mit gebrochenen Beinen kriechenderweise die komplette Stadt unsicher gemacht und noch drei andere Leute gekillt, weil die nicht getroffen haben. Und tatsächlich habe ich mir aber noch nie die Beine in diesem Spiel gebrochen. Aber ich vermeide Leid dann auch vehement. Da vorne ist ein Office-Building, da können wir mal rein. Ja, können wir mal hin, genau. Seid ihr? Wie? Da. Ich schieße in die Richtung, wer getroffen wird, schreit Aua. Ja. Hier. Also eine Assault-West wäre jetzt nochmal was. Und ein Nadel- und Faden-Set. Hab ich auch noch nie gefunden. Hab ich sogar noch dabei, wenn du eins brauchst. Warte, ich guck gleich mal, was meine Klamotten sagen. Ich hab sogar zwei dabei. Hm. Guten Zustand. Tausche Nadel- und Fadenset gegen 60 Schuss Magazin. Okay, komm her, guck. Müsst ihr das hier mitten auf dem Feld machen? Das wäre besser als auf der Straße, oder? Das ja, aber auch nicht unbedingt sehr viel besser. Die eigentlich hinbewegt. Danke. Schön. Was ist? Schön. Hab. Gerade schon dabei, es zu benutzen. Erstmal nähen. Ja.
Drehstunde. Ist auch schön, wie sie wie Klamotten dann besser aussehen als vorher. Pock. Umgelaufen. Nein. Mutti. Ich hab mir weh getan. Ich glaube, wenn ich dich umlaufe, tue ich mir mehr selber weh als alles andere. Das kann sein. Knie gegen den Dorn von der Feuerwehraxt. Mit Knieschmerzen habe ich heute schon Erfahrung gemacht. Das reicht. Bitte. So, checken wir mal das Gebäude da unten, wa? Wo einige, die lukrativ sein können. Da steht ein Zombie vor. Also war da wahrscheinlich noch keiner. Ich will den Zombie, mein Zombie. Bitte was? War die hier schon drin in dem Städtchen? Nee. Das ist ja das, was wir eben auch mit erkunden wollen. Den Supermarkt auch noch. Einiges. Gut, jetzt wechsle ich wieder auf Nahkampfwaffe. Die sind nicht so laut. Die Türen sind zu. Oh, hinter mir ist ein Zombie. Kann dir mal einer umhauen? Der ist irgendwie auf die Fresse gefallen und gestorben. Was? Oh. GG, Zombie. Maybe next time. Friendly Fire und Zombie Mode. Friendly Fire von unter den Zombies gibt's ja schon. Ach, pff. Busch, Zaun. Selbstzerstörung. Fehlt noch mal irgendwie sowas wie ein Bolzenschneider, dass man sich durch die Zombies Zäune durchschneiden kann, ey. Durch die Zombies durchschneiden. Schnipp, schnipp. Da kommt ein Kumpel. Ich hab die Tür genommen. Da kommt ein Kumpel. Kann dem mal einer eliminieren, weil ich nicht schießen will? Alter! Was denn? Auf mich zu schießen, werde ich so einen Zombie einhack. Hab nicht auf dich geschossen, sondern auf den Zombie. Ja, gut. Gewusst wie? Gewusst wie? Da kommt noch ein Kumpel. Da ist ein Spieler draußen. Wer ist das da draußen? Das ist Flo. Achso. Ich dachte, ey, Junge. Pock, pock. Mal um den Zaun rauf. Pock, pock, da ist ein Spieler. So, checken wir das hier einmal eben aus. Ich geh ins Haus rein. Der nächste ist meiner. Ja? Ja, gut, mach das. Punkt den. Der ist ja einmal durchs Haus gelaufen. Ja, die kommen immer raus. Also, wenn es deiner sein soll, dann schieß langsam mal. Ja. Na, wollte gerade sagen, schieß selber. Mit der Schrotflinte auf die Entfernung. Ich weiß nicht. War das Haus schon immer so klein, oder? Hab ich jetzt gerade irgendwas übersehen? Nur die Treppen hoch. Auf der anderen Seite. Oh, wie war das denn? Einmal außen rumlaufen. Achso, stimmt, die Treppen waren da hinten. Ah. Gedanklich gerade bei einem total anderen Haus gewesen. Boah, hier ruckelt das ganz schön. Ich gehe mal in die Ego-Perspektive. Ich glaube, da ruckelt es nicht ganz so sehr. Gönn dir einen Schluck. Nichts abgeben. Abgeben? Da draußen steht ein Zombie. Bo. Den schieße ich jetzt mal eben um, nicht erschrecken. Na komm, zieh die Waffe. Zieh die Waffe, habe ich gesagt. Hör auf zu atmen. Meine Güte. Hallo? So. Warst du schon oben, Juri? Ja. Also nicht ganz oben, ich war gerade in der mittleren Etage. Ja. Lauf hier außen ein bisschen rum. Ich will gerade mal gucken, ob vielleicht da jetzt irgendwie einer lang rennt hier. Ich den Zombie da gerade umgeschossen habe, aber sieht nicht so aus. Wir sind halt schon gerade sehr laut und auffällig. Gar nicht. Überhaupt. Hey, ein Gastank. Nein, Flo. Na. Ganz böse Idee. Was hast du eigentlich mit deinem Cowboy-Hut gemacht? Ich fand diese Mütze hier irgendwie sehr viel cooler. So, bist du das bei mir Türchen? Ja, hast deine Schrotflinte stehen. So, ich gehe jetzt ganz hoch. Alter, ruckt das Ding! Was war das? Schrotflinte!
Alter Vater. Also in der Ego-Perspektive rumst das Teil vielleicht. Das siehst du richtig, wie der Arm da hochgeht. Boah, ist das Ding laut, ey. Ein bisschen. Steht ihr da unten auf der Straße? Yep. Gut. Hallo. Ich hab Angst, dass hier gleich 1000 Leute angelaufen kommen. Höchstens 6. So, dann komm ich mal runter, ne? Ja, komm mal runter. Geh schon mal hier in den Supermarkt. Oh, brauch noch eine Baseballkeule. Nö. Oder ein Stein. Habt ihr hier drin eigentlich was Gescheites gefunden, nehmt? War da nicht drin, ne? Ja, nicht. Nur mal kurz finden, ohne das Treppe. Achso. Bist du die Leiter runter, Juri, oder? Nee, ich geh durchs Haus. Wie schon sagte, ich vermeide Leitern. Leider. Leidern. Kann man die komische Kopflampe irgendwie an den Held tackern? Komm ich hier raus? Nicht, habe ich auch schon mal probiert. Hab's auch nicht irgendwie. Naja. Anno, normal. Wozu gibt's in diesem Spiel eigentlich das Gaffer-Tape? Ja. So nett. Man kann alles mit Gaffer-Tape machen. So, Freunde, ich komme jetzt hier gleich ums Eck. Wartet also, mal eben. Ja, ich schleich in dem Supermarkt rum. Na, da, wo ich vorhin stand. Ja, ich komme jetzt zum Supermarkt. Ich habe Steine gefunden. Und bin im Supermarkt. Irgendwie sollst du mit den Steinen und dem Feuerholz eine ganze Feuerstelle basteln können, ne? Das kann sein. Also das ging in der Mod, glaube ich, auf jeden Fall. Ob es jetzt hier schon geht, weiß ich nicht. Da lag noch Muni. Habe ich mir mal eben einkassiert. Und? Ich lade meine Waffe gerade neu. Midi, wo bist du? Ich stehe mit bei Flo. Achso, okay. Hallo? Bist du damit durch? So. Ich bin auch hinterm Tresen. Uah! Jetzt hätte ich fast meine Kaffeetasse runtergeschmissen. Hinterm Tresen? Idi, oder? Brauchst du noch Munition für deine? 60. 20. 80. 200 Schuss. So Einzelmuni. Ich hab hier noch 24 Schuss. Ach ja, gib die mal her, die kann ich so nebenbei zum Stopfen nehmen. So, komm, ist mal weiter, Mädel hier. So, was machen wir denn jetzt noch? Weiter nach Tarantino rum, oder? Gucken wir hier ein bisschen weiter durch. So. 45er Muni, wer ist das? Das ist die normale Pistole, ne? Ja. Ja. Ich hab noch was von. Ja, aber ich brauche davon jetzt nichts mehr, also. Ich hab so viel Munition. Ich würde sagen, ich wandle in das Munitionslager. Ich kann mich auch mit Essen totwerfen. Drei Leute, die gleichzeitig versuchen, durch eine Tür zu gehen. Jetzt hören wieder keiner. Ich gehe einfach mal vor. Ich bin besser, ich gehe durchs Fenster. Wir sind draußen. So, bloß weg mit der Schrotflinte. So als Fun-Item ganz lustig, weil es normale Schusswaffe mit zwei Schuss nicht zu gebrauchen. Und für meinen Geschmack ein bisschen zu laut. Ach. Ander. So, ich guck mal hier in die Kneipe rein. Wow. Stand auf einmal jemand. Ja, ich. Unten liegt noch Munition für die SKS, falls der einer von euch hat. Was? Flo hat die. SKS hab ich. Ja, 20 Schuss hier. Und ich habe auch gerade noch Schrotpatronen gefunden. Unten in der Kneipe auf dem Tisch, wo ich stehe. Okay.
Ey, hier ist ein Erste-Hilfe-Kit. Oh, sehr gut. Nimm mal mit. Dann geh dir mal die Muni unten holen. Sieht aber ziemlich verarscht aus, das Kit. Das muss ich, glaube ich, nachher erstmal aussortieren. Na? Für den Popo. Bitte, aber ich sehe keinen. Ja, schon unterwegs. Guten Tag, was darf's denn sein? Der guckt den Hintern durch die Wand. Das kann passieren. Kein Platz mehr. Brauchen wir die Säge noch? Nö, ich glaube nicht. Warte, ich kann mal eben das Erste-Hilfe-Ding auseinanderpflücken, was man überhaupt schon gebrauchen kann und was nicht. Badly damaged. Wenn eins badly damaged ist, wird alles andere auch so sein. Kannst du es auch hier liegen lassen. Nö, da kann ich meine ganzen Sachen reinschmeißen. Passt da nicht sogar das dusselige andere Kit rein, das Salin? Kann sein. Braucht jemand was zu futtern? Nö, danke. Nee. Gerade nicht. Ich habe zwar gerade auch nichts mehr dabei, aber... Ich habe jede Menge, also. Na, hängt sich mein Spiel gerade wieder auf? Nicht nur deins. Yep. Server crashed. Yeah. Also wenn dem so ist, dann müssen wir die Aufnahme wieder für 5 Minuten pausieren. Weil du jetzt 5 Minuten Pause machen musst, bevor du neu spawnst. Ja. Zumindest wenn du öfter hin und her hoppst, aber jetzt ist die Kette gerade wieder verschwunden. Nö, nee, bei mir steht seit 12 Sekunden. Ja. Bei mir noch nicht. Oh doch, jetzt bin ich gekickt worden. Raus. Einen Moment. Du nicht weg.